Die 9 Punkte, die du unbedingt über Sri Lanka wissen solltest. Ja. Hier kommen die 9 Punkte, die du unbedingt über Sri Lanka wissen solltest. Hallo ihr Lieben, Benjamin hier wieder. Hey Leute, genau. Wir sind es wieder. Ja. Und heute? Heute machen wir mal so ein allgemeines Video über Sri Lanka. Genau. Kultur und Meer, Leute, Land, Leben, Liebe. Ja. Alles. Und genau. Wie bei allen Sachen, es gibt immer Vor- und Nachteile. Also in Deutschland gibt es auch Vor- und Nachteile, hier auch. Also das soll jetzt nicht irgendwie negativ das darstellen oder positiv, einfach nur so. Genau. Aus unserer Sicht halt einfach nur. Genau, wir wollten einfach nochmal so die Unterschiede aufzeigen, so erzählen, was so Sri Lanka ausmacht, was hier einfach anders ist. Auch klar, wir kommen aus Deutschland so im Vergleich zu so einem normalen westlichen Lebensstil, was halt, ja. Ja, ich komme aus Deutschland, aber ich fühle mich gar nicht mehr, also ich bin ja so lange hier. Ja, also Benjamin ist 10 Jahre, ne? Ja, und ich war einmal dann, also in den letzten 10 Jahren war ich halt einmal in Deutschland, ja. 3 Monate, und das war für mich schon so. Oh, so ein kleiner Kulturschock. Ja, ja. Aber nee, ja. Genau. Und es ist weder positiv, negativ. Es gibt hier Dinge, je nachdem, was man halt mag. Ne? Es ist halt einfach anders. Und wir wollten halt genau die Unterschiede ein bisschen. Ja, und ich habe Heimweh manchmal, auf jeden Fall, nach Deutschland. Also. Ja, ja, okay. Ja, der erste Punkt, wir haben es extra mal hier so, wir wollten euch, unter dem Video ist auch ein Inhaltsverzeichnis, klickt euch da einfach durch, könnt da die Minute anklicken, das was euch interessiert. Genau, also wir haben uns 9 Punkte aufgeschrieben und der erste Punkt ist halt hier so die Vielfalt und ja, die verschiedenen Arten, sowohl jetzt Landschaft als auch halt von den Tieren her. Also es ist mir wirklich aufgefallen hier so, also ich war 3-mal in Thailand, ich war in Malaysia, Costa Rica, Nicaragua, immer lange Zeit und einmal zum Beispiel Thailand finde ich, so was die Tropen angeht und die Pflanzen und die Artenvielfalt und das Bunte und das Verschiedene, ist einfach, Thailand ist, muss ich sagen, so das, alles was ich an tropischen Ländern besucht habe, da ist Thailand so ein bisschen so das am kleinwüchsigsten und nicht so eine Vielfalt, ja alles was Pflanzen und Tiere angeht. Und hier muss ich sagen, das hat mich eher so ein bisschen an Costa Rica erinnert, weil Costa Rica hast du irgendwie auch so die Pazifikküste, wo so ein Kiesstrand ist und dann hast du Karibikküste, wo so ein ganz feiner Sandstrand ist. Ja, okay. Und Thailand ist zum Beispiel nie so viel Wind gewesen und so, da ist immer sehr mild alles. Und hier ist zum Beispiel auch, wo ich am Meer war, so das erste, hier so westsüdlich Meer an der Küste. War halt alles windig und hier gibt es ja mehr Surfer. Ja, Surfspots. Genau. Ja, genau. Ja. Auch ein ganz bekannter an der Ostküste, Arugambe, auch sehr bekannter Surfspot. Ja, genau. Ja. Ja, ich meine, ich kenne nur Sri Lanka, also ich bin jetzt noch nicht irgendwie weit rumgekommen. Mhm. Bin hier irgendwie hängen geblieben. aber ich kenne auf jeden Fall, also es gibt in Sri Lanka gibt es ganz viele Tierarten, die es sonst nirgendwo gibt. Ja, genau. Und auch Pflanzenarten. Ja, und so viel Verschiedenes, ne? So in Thailand hast du irgendwie Moskitos. Und hier hast du halt irgendwie 10 verschiedene Moskitos. Ja. Und genauso hier, die Flüsse hier auf dem Grundstück, ne? Der eine, den man hier sieht, so, das ist irgendwie mehr so teilweise so gelblich-rötlicher Stein. Das ist teilmäßig. Ja, keine Ahnung. Dann woanders sind eher solche grünlichen Steine im Flussbett und dann hast du noch eine Stelle, wo so total rote Steine sind und dann hast du irgendwie total viel verschiedene Schmetterlinge. Du hast irgendwie blaue, rote, gelbe Blumen überall. Wenn du einfach rumläufst und sowas in Thailand so, da ist eigentlich immer so das Gleiche. Ja. Oft. Okay. Es ist halt hier, finde ich, einfach viel mehr Artenvielfalt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und du brauchst nur 2 Stunden irgendwo mit dem Auto fahren oder sowas und schon bist du in einer ganz anderen Klimazone irgendwie am Strand. Teilweise ist es ja so savannenmäßig. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, den Teil, aber so fast so afrikanisch. Ja, wenn du also irgendwie zum Beispiel im Norden, genau. Da ist es echt so wüstenmäßig schon fast. Ja. Also in der Trockenzeit auf jeden Fall. Ja. Ne? Da warst du mal, oder? Du hast doch mal auch gesehen. So ja, genau. Ja, da gibt es so eine Insel, Delft heißt die, da gibt es auch Wildpferde und so. Da bin ich halt irgendwie einmal rumgelaufen, am Strand gepennt und das war ganz interessant. Ja. Ja, das ist echt cool. Ja, also sehr vielfältig auf jeden Fall. Hier Peacocks, wie heißen sie? Pfauen gibt es hier mega bei dir auch auf dem Grundstück. Ja, genau. Gar nicht mehr scheu irgendwie, die laufen überall rum. Ne? Ja, weil die haben sich an uns gewöhnt schon so. Ja. Ja. Und Affen und so, du siehst es hier alles, Elefanten,
einfach so. Also du brauchst nicht mal, ja, Elefanten sind teilweise, wenn du in nicht so touristische Gegenden gehst, laufen die manchmal auf die Straße. Ja, okay. Also hier gibt es also, halt, hier gibt's keine Elefanten mehr. Ja. Es gab halt noch welche bis, was weiß ich, 1990 oder so, 94. Ja. Haben ein paar Leute aus dem Dorf erzählt. Da war das hier noch alles ganz schwierig, so mit Anbau und so. Ja, ja, aber ja, jetzt ist es schon zivilisiert hier. Mhm. Ja. Ja. Ja, aber das ist mir voll aufgefallen und ich finde es also so voll schön so. Und auch teilweise halt echt so alles sehr feucht. Hier finde ich es krass, so überall die Brunnen und so und dann die Reisfelder. Ja. Und dann, wo ich in Ella und Candy war, ich, das ist halt dann so die Hochebene, Gebirge, wo ganz anderes Klima, halt im Berg ist es dann viel kälter und dann genau. Wasserfälle, du hast dann halt die Strandgegenden, dann mehr so halt savannenmäßige Gegenden. Ja. Das ist echt auf Sri Lanka allein, dafür, dass es so eine kleine Insel ist und ich glaube, das ist gemeint so groß wie Bayern. Ne? Ja, ist so groß wie Bayern im Vergleich. Genau. Und dafür hast du halt unglaublich viel Vielfalt so, ja. Und selbst an einem Ort ist halt so eine Vielfalt. Ja. Ja. Auch in Candy, da gibt es halt in der Nähe noch so einen Gebirgszug, irgendwie Knuckles heißt der. Und da wächst dann auch wieder was ganz anderes. Weiter oben, das ist dann auch so schon fast so wie in England oder so. Ja, genau. Teilweise. Teeplantagen haben sie dann noch. Ja. Ja, Little Adams Peak war ich, da waren ganz viele Teeplantagen. Das ist auch echt cool, voll schön. So. Das lohnt sich auch irgendwie mal da hochzugehen. Mhm. Im Gebirge. Genau. Auf jeden Fall sehr vielfältig hier, ja. Genau. Und dann halt, ja, du hast halt Meer, Dschungel, Berge, so alles einfach und dann die Mischungen und ja, ist echt cool. Ja, und auch mit den Früchten sind die halt hier noch nicht so weit, weil die haben noch sehr viele, also ungezüchtete Sorten. Also die haben jetzt auch noch nicht kein, also ich glaube in Thailand gibt es auch so Jagdfruchtfarmen, wo die Bäume halt kleiner sind, wo man die leichter ernten kann und ja, so. Thailand gibt es alle, also Thailand ist halt eh, ich meine, es ist so ziemlich das touristischste. Ja, okay. Das ist das Ziel, was es gibt wahrscheinlich, da war glaube ich mittlerweile jeder und die haben halt echt alles so. Ja, also hier gibt es noch viele ursprüngliche Früchte, also jetzt eher, was weiß ich, jetzt Sapote Amarillo oder Holzapfel oder Beli. Jackfrucht sieht man hier aber auch viel wild wachsen. Ja, die wachsen nur riesige Bäume, das meistens finden sie dann keinen, der die erntet, ne, weil das halt viel zu schwierig ist, da hochzuklettern. Und hier findet man sie aber meistens, muss ich sagen, Jackfrucht, unreif, so manchmal hast du Glück, dass zum Kochen halt, genau, die benutzen sie dann immer zum Kochen und die machen ja auch Jackfrucht Curry, ne? Genau, die haben verschiedene Curries, also ganz, du kannst die ganz unreif, du kannst die eigentlich in jedem Reifestadium irgendwie kochen. Mhm. Weil in Thailand gab es glaube ich so traditionell nicht so ein Jackfrucht Curry, habe ich nirgends gesehen, die haben halt ihr grünes, gelbes, rotes Curry, aber jetzt kein Jackfrucht Curry oder so. Okay. Und genau, sowas gibt es hier halt, ich glaube in Indien gibt es auch viel mehr noch, ne? Ja. Der zweite Punkt war so Familienzusammenhalt und sowas. Ja, also in Sri Lanka sind die Familien halt immer groß. Wenn du hier heiratest, dann heiratest du die ganze Familie halt so. Ne? Ja, also riesige Familien, Großmutter ist immer dabei, Großvater ist dabei und so. Ja. Und wenn die irgendwas machen wollen, dann halten die alle zusammen und bauen zusammen ein Haus oder egal, was gerade anliegt. Und wenn irgendwie ein Kind geboren wird, dann kümmern sich alle, die ganze Familie halt rum. Also die wechseln sich immer ab und so. Auch wenn jetzt hier zum Beispiel eine Frau hier schwanger ist, dann aus dem Dorf die ganzen Nachbarinnen und so weiter, die immer abwechseln sich halt ab und bringen halt immer Essen für die Schwangere halt so. Ne? Ja, das habe ich auch gemerkt. Wir waren am Anfang so bei so einer Familie und die hatten auch oben drüber zwei Räume, die haben sie halt vermietet so. Ne? Und unten war halt die ganze Family und der Opa war noch mit dabei und dann halt die Kinder und sie. Und es sind halt noch mehrere Generationen oft. Und es war halt auch so, die Babys sind den ganzen Tag, immer kümmert sich jemand um die, hat die auf dem Arm oder so. Und wenn nicht, dann nimmt der Opa sie halt kurz. Und das ist halt hier noch ganz anders. Die leben halt komplett so auf einem Fleck. So. Das ist halt auch, und so, um gleich vielleicht zum anderen Punkt, zum dritten Punkt zu kommen, mit Privatsphäre so. Ja. Also es ist halt dann wirklich so, die leben halt wirklich zusammen, zu dritt auf einem Fleck, so drei Generationen. Ja. Und Privatsphäre ist halt hier dann sowas ganz anderes. Gibt's dann halt nicht. Genau. Also das war auch so das Erste, ne, was ich im Flugzeug. Ja. Erstmal kommt so einer, und er lehnt sich irgendwie so auf, mich kramt oben so rum und holt seinen Koffer raus und ich erstmal so, ne, so Deutschvorteil, ne, so erstmal. Ja, ja, bei uns kennst du es halt nicht. Das ist halt, bist du halt einfach nicht gewohnt. So bei uns ist so Privatsphäre ja so ein total heiliges Ding und jeder so berühren ganz vorsichtig und so. Und hier ist es halt echt so. Auch wenn man sich so irgendwie begegnet, hast du gemeint, ne? Wenn du unterwegs bist, also eigentlich, die wollen immer irgendwie, die sind immer freundlich, lächeln immer, gucken immer so, ja, wer bist du, wo kommst du her, was machst du hier, keine Ahnung, so, ne? Also eigentlich immer die ganze Zeit Gespräche, so, wenn du unterwegs bist.
Während ich glaube, in Deutschland, wenn du da in der S-Bahn sitzt, kannst du auch mal ganz alleine sein, obwohl alle Leute da sind halt, ne? Genau. Weil halt keiner redet. Ja. Also in den Städten sowieso, klar, das ist hier in Colombo auch anders und so, aber in Deutschland ist es oft schon so gängig irgendwie, also gerade so die Gegend, wo ich irgendwie herkomme, da ist es irgendwie oft so, du läufst irgendwo Fahrradweg, egal wo, so vorbei und dann eher so mit dem Blick so ausgewichen und fährst halt so vorbei und man schaut sich halt nicht in die Augen oder so. Okay. Ich hatte mal Freundinnen so aus Kalifornien so die und bei denen ist halt irgendwie so, du läufst die Straße entlang und dann so, ei, 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 so. Okay. Und die war so ganz entsetzt, als sie dann bei uns war und sie schaut jeden so an und will irgendwie so, hallo und jeder schaut irgendwie so weg und sie war so, ja. Ist irgendwie so ein Ding. Ja, bei uns. Und hier ist es halt immer so, also... Jeder grinst dich an, ne? Ja, und auch im Dorf jetzt hier, also wenn du irgendjemanden, wenn die sich halt treffen, dann sagen die immer so, ja, ich gehe jetzt gerade zum Laden und kaufe da irgendwie, keine Ahnung, ein Brot ein. Ja. Und ja, ich will jetzt gerade zu meinem Garten und grab da was um. Also die sagen dann immer noch ganz genau kurz, was sie so machen halt, ne? Lustig. Irgendwie so, es gibt hier halt auch keine Geheimnisse so, ne? Ja. Anscheinend, also, ja, das finde ich immer ganz lustig. Ja, und auch so Privatsphäre halt, ne? Geheimnisse, hier läuft einfach jeder, also es ist nicht so, wenn du ein Grundstück hast, ne? Hier läuft halt jeder einfach mal durchs Grundstück oder kommt irgendwie zu dir in die Küche und fragt, so ist jemand da, so ungefähr. Ja. Ja, also genau, unter den Nachbarn, also wenn die jetzt im Dorf unterwegs sind, ist es ganz normal, dass man immer, also es findet ganz auch, das Haus ist immer offen so für alle, für Besucher, die können jederzeit kommen und dann findet immer alles überall statt, also es gibt da nicht irgendwie jetzt einen privaten Bereich, wo jetzt keiner hinkommt oder so, ne? Oder vielleicht, wie man es so kennt, in anderen Kulturen, wo man halt so anruft so und sich dann irgendwo in der Kneipe verabredet so und dann da halt trifft. Genau, oder hey, und ich komm mal vorbei oder so, das ist halt, die kommen halt vorbei und dann ist es auch ganz normal, jeder nimmt sich Zeit. Ja, also die Zeit ist halt immer da dafür, ne? Ja, genau. Aber jetzt hatten wir ja so die ersten drei Punkte, ne? Mhm. Das war halt so, genau, Dschungel, Landschaft, Familie, genau. Und die Familie, der Zusammenhalt und jetzt halt so der dritte Punkt war halt Privatsphäre. Ja, Selbstversorgung ist eigentlich also der vierte und dann Zeitgefühl noch. Ja, also Selbstversorgung, also mir ist halt aufgefallen, in Sri Lanka sind die Leute halt noch viel dichter dran, so an der Natur so. Ja. Und ich meine, egal was sie machen, also ob sie jetzt irgendwie was kochen wollen, dann wissen sie halt ganz genau, okay, wenn jetzt kein Gas gibt, das kommt öfter mal hier vor, okay, es gibt kein Gas mehr. Ja. Dann nehmen sie einfach Feuerholz oder, keine Ahnung, einige haben eine Biogasanlage, kochen dann mit Biogas oder die wissen halt immer noch um die Alternativen so. Es gibt auch ganz oft, also was auch die... Also die Infrastruktur hier angeht, also das heißt, manchmal gibt es kein Benzin in der Tanke für eine Woche, manchmal fällt halt der Strom aus. Ja. Also die wissen dann immer genau, sich zu helfen und die haben auch irgendwie alle, also jetzt hier im Dorf haben eigentlich alle ihre ganzen Gemüse und so weiter alles im Garten. Ja. Und das Einzige, was sie halt zukaufen, ist vielleicht Zucker oder vielleicht mal Trockenfisch oder irgendwie Gewürze oder so vielleicht, aber obwohl da haben sie auch viel im Garten. Also eigentlich haben die alles selber im Garten sozusagen. Ja, genau. Und man lebt, finde ich, auch noch hier viel mehr mit der Natur. Ja. Also es ist wirklich so, bei uns so, wenn du irgendwie sagst, hey, hier, wir gehen oft irgendwie 8, 9 Uhr, gehst du irgendwie so zu deinem, gehst halt pennen, so langsam, ne? Ja. Und die Sonne ist halt von 6 bis 6 Uhr so ungefähr, ne? Mhm. Und dann stehst du halt auch meistens sogar vor Sonnenaufgang oder so auf, weil du kannst früh immer gut was arbeiten und dann mittags ruhst dich ein bisschen aus oder isst und da ist es dann zu heiß meistens und dann machst du abends wieder was und... Ja. Du lebst halt noch viel mehr mit der Zeit, weil ich meine, es ist irgendwie Schmarrn, sich abends irgendwie aufzubleiben, so, wenn die Sonne untergegangen ist und dann pennst du irgendwie bis 11, 12 und hast den 6 Stunden Sonne halt verloren. So. Ja, genau. Ja. Also erfahrungsgemäß ist es immer so, auch gerade in der Trockenzeit, dass du halt morgens von um 6 bis um 10 eigentlich das meiste schaffst am Tag, wenn du im Garten was machst oder so. Genau, also... Ja, und ich finde auch so Selbstversorgung, ich finde, wenn man halt hier mal herkommt, erstmal, wenn man wirklich in ein tropisches Land kommt, dann merkt man halt mal, ey, es ist für alles gesorgt hier, ne? Also du kannst halt hier wirklich, du hast da einfach nur einen Ort, gehst irgendwo in den Dschungel so und du brauchst nichts so. Also es ist nicht so wie in Deutschland bei uns, dass du dann irgendwie eine Heizung und irgendwie ein Haus brauchst. Hier kannst du dir halt ein Brett über den Kopf halten, ein Bananenblatt und wirst nicht voll geregnet und... Ja, also um es mal banal zu sagen. Ja. Und dann musst du halt noch schauen, dass du irgendwie täglich Kokosnüsse ernten kannst. So. Ja, genau. Und machst irgendwie Feuer und das war's. Und das Klima ist halt so, dass du halt jederzeit eigentlich, also wir sind auch hier in der Klimazone, wo das okay ist. Du kannst jederzeit Sachen anbauen, auch Gemüse oder Bananen. Gemüse, also alles wächst alles ganzjährig eigentlich. Ja. Genau. Meistens 2 Ernten oder so. Die haben auch hier im Dorf, ernten sie auch 2-mal im Jahr Reis. Mhm.
Genau, also eigentlich. Es ist wirklich so, also hier, da merkst du halt wirklich, wie einfach so das Leben sein kann. Du kannst, ja, du kannst einfach, du kannst das ganze Jahr über Eigenanbau komplett davon leben. So. Ich meine, Genau. es gibt teilweise, glaube ich, sogar noch, ne, oder Anuscha hat gemeint, ne, manchmal, also so, sie wollte vielleicht mal so ganz alte Omis hier irgendwie so besuchen, die noch wissen, wie das irgendwie geht, weil früher hat man hier halt auch noch komplett selbstständig im Prinzip gelebt. Und die benutzen auch nicht viel Strom oder so. Du hast abends mal eine Birne, du hockst eh den ganzen Tag draußen, weil du Ja. hockst dich hier nicht in den Raum, es ist immer warm. So. Ja, das Du Leben hast, spielt dann eigentlich draußen immer. genau, weil du hast Genau. 25 Grad immer und auch nachts, ja, wenn es kalte Nächte sind und klare Nächte, so, dann musst du dir eine zweite Decke mal nehmen. So. Ja, Das war genau. es dann auch, ne? Aber es ist nicht. Und ich spreche nicht von so einer gepolsterten Decke, sondern einfach nur eine Decke, also Ja. eine wirklich so eine Flugzeugdecke, Ja, genau. ne? Ja. Und So eine dünne Baumwolldecke ja, einfach, ja. ansonsten, da ist immer barfuß, das hier auch noch oft, ne? Die laufen noch viel mehr, also ja, Flipflops haben sie dann teilweise halt jetzt immer mehr. Ja, oftmals, also die laufen eigentlich so barfuß rum und wenn sie auf eine Straße kommen, eine befestigte gute, dann nehmen sie ihre Flipflops, packen die halt hin und laufen dann auf den Flipflops auf der Okay. Straße. Ich meine, Ja. das ist auch, du rutschst halt in den Dingern auch so rum, wenn du irgendwie Ja, an steilen eben, Hängen und genau. sowas, ne? Eigentlich Eigentlich ist barfuß barfuß besser, ist aber viel genau. sicherer eigentlich, ja, Ja. genau. Richtig. Genau. Selbstversorgung war das, genau. Und dann Also Zeitgefühl, ne? Oder? Da hast du auch Zeitgefühl, was so genau, zu also Selbstversorgung. ja, nee, also es ist halt perfekter Ort eigentlich für Selbstversorgung in den Genau. Tropen. Ja. Also, weil du halt Genau. ganzjährig, ne, und wie gesagt, du stellst dir hier eine einfachste Hütte hin, holst dir ein paar Bretter, betonierst dir irgendwie vier Fundamente und dann schläfst du auf den vier Brettern, wo du dir ein Dach drüber nagelst. Genau, du kannst ja auch ein Und hängst Lehm ein oder eine Lehmhütte Moskitonetz rein, genau. oder ein Lehmhaus Ja, oder das ist hier so genau. traditionell Kannst du viel, auch ne, machen. Einfach ein Lehmhaus. Lehmhaus mit Genau. Palmwedeln. Ja. Das musst du dann jedes Jahr neu machen, aber egal. Ja. Also das Dach jedenfalls. Genau. Genau. Ja, und viel, viel mehr Gelassenheit hier noch, ne? So, das ist der Genau, fünfte Punkt, so die Leute, die sind Zeitgefühl. halt sowas von, ey, Ja. selbst wenn jemand wütend ist, Ja. lächelt er trotzdem halt noch so, das gehört halt zum feinen Ton so. Ja. Also es ist schon sehr selten, dass mal Leute irgendwie hier ausrasten. Ja, und auch wenn man hier irgendwo halt vorbeikommt, so was Zeitgefühl heißt, ne, auch unangekündigt, so, die leben halt alle einfach hier so ganz normal ihr Leben, so, es ist hier nirgendwo Stress oder so. Du kommst vorbei und dann wird halt alles stehen und liegen gelassen und dann wird halt ein Tee gemacht oder was weiß ich und die stellen dir Essen hin und bevor du nicht gegessen hast, gehst du nicht wieder so. Ja, so läuft Ja. es doch. Also auch die Arbeiter, die sind komplett gechillt. Also heute waren sie ja auch nicht gekommen, Ja. also egal, ne? Ja. Die sind immer echt ganz gelassen. Also wenn jetzt irgendwie eine Beerdigung ist, sind sie 3 Tage weg oder wenn eine Hochzeit irgendwo ist oder so, das sind immer besondere Anlässe, wo halt immer gerne alles stehen und liegen lässt und weg halt, ne? Mit der ganzen Familie ist, dann hast du auf jeden Fall eine Ausrede, so ja, jetzt machen wir wieder Urlaub. Ansonsten, es gibt hier sowieso sehr viele Urlaubstage in Sri Lanka. Alleine schon wegen den verschiedenen Religionen hier und Ja, genau. es gibt irgendwie drei. Hauptsächlich ist ja. Es gibt halt Neujahr für Singalesen, das ist irgendwie im April. Ja, Dann gibt es ein da Neujahr geht's. für Tamilen, das war gerade gestern oder heute jetzt so, Okay. ne? Dann Neujahr halt noch so normal. Ja, genau. Und es gibt halt eine christlich, buddhistisch und Hinduistisch Moslems und noch. ja, Und Hinduistisch so. auch noch, ja, genau. Ja, Also eigentlich Hindus sind alle. aber, sind auch so viel Hindus. Ich dachte Ja, so, die drei sind eher es gibt auch so Hindu-Tempel hier und so, ja. Moslem und Christen und Buddhisten. Überwiegend Buddhisten, oder? Ja, und also Christen, also Katholiken dann halt, ne? Ja, Also genau. hier. Meistens sind das die Fischerleute und so. Genau. Ja, also die Leute, also auch jetzt. Ich keine Ahnung, ich habe es mal erlebt, da war halt hier jemand zu Besuch, der kam gerade an und dann hat er am Telefon so gemeint zu einem anderen Freund, der noch 3 Stunden entfernt irgendwo ist. Ja, ich komme dann gleich, ich bin unterwegs schon so, ne? Also der war schon ganz woanders. Hat den Typen noch hingehalten, irgendwie so, ja. Also man darf sich halt echt nicht verlassen auf das Wort hier. Und niemand kommt pünktlich. Ja, Zeit und Bus und so ist Ja, alles ein und bisschen anders wenn und irgendwie was zu spät ja. passiert, dann kümmert es auch keinen. Ja. Also. Ja, wenn man hier mal mit so einer deutschen Mentalität ankommt, ne, und denkt so, oh, was, hier muss jetzt, in 2 Wochen habt ihr doch gesagt, baut ihr das Haus da fertig. Ja, nee. Hieß es, du gehst hin, sagst, in 2 Wochen könnt ihr mir die Pfeiler bringen, Ja, so, sehr, und dann sehr gehst gutes du, Beispiel. dann gehst du nach 2 Wochen hin und dann so, oh, ja, ich wollte morgen anfangen, so. Ja, genau. Und dann dauert es irgendwie nochmal 2, 3 Wochen und dann so, oh ja, in ein paar Tagen, okay, und dann, also es ist halt, ne. Ja, teilweise ist es halt echt schon so, dass ich, wenn ich irgendwas echt fertig haben will, dann fahre ich halt dahin, zahle dem Typen halt den Vorschuss und sitz halt neben ihm und warte halt, ne, bis er es halt macht. Ja. Dann merkt er auch so, okay, ja, gut, okay, es ist jetzt irgendwie wichtig, okay, dann mache ich es halt mal so, ne?
Ja, also es ist manchmal schon, oder öfter mal vorbeigucken so. Mhm. Ja. Schon, sonst, ja, gut. Also man dürfte nicht irgendwie sagen, hey, okay, ja, in 2 Wochen ist es dann fertig und dann kommst du in 2 Wochen erst wieder vorbei, sondern nee, du schaust halt dann mal, wenn du es wirklich dann haben möchtest, so, dann musst du halt vorher auch mal schauen, ob der überhaupt damit anfängt oder so, sonst, ja, ja, genau. Weil sonst kommt wieder ein neuer Kunde, dann kümmert er sich erstmal um den, was der halt hat, fängt noch irgendwas anderes noch an, so, ne? Ja. Ja. Das ist hier schon ein bisschen war das da halt. Aber noch es ist länger. Halt so, es ist halt gemütlich, ne? Es macht sich halt auch noch keinen Stress. Und dann kriegt man, ja, so ein Gegenpol zu Deutschland, muss ich sagen. Bei uns ist alles so, boah, Hauptsache fertig, so, egal wie es dann wird. Und hier ist einfach alles so, egal wie, Hauptsache man macht es gemütlich. So. Ja, und auch egal, was wird. Das ist wahrscheinlich. Ja. Dafür gibt es keine Garantie. Ja. Ja. Ja, also ist auf jeden Fall Gelassenheit hier. Mhm. Ja. Das können die Leute auch nicht verstehen, wenn man sich irgendwie aufregt über irgendwas, also über zeitmäßig Verspätung oder so. Ja. Das ist ja komisch so. Ja. Okay, also Transport und Fahrzeuge. Ja. Bisschen anders, ne? Mhm. Ja, das der ist also. Der Verkehr allgemein erstmal, ne? Ja, ich glaube, in Sri Lanka ist es schon ziemlich heftig. Also, ich glaube, ja, aus Sri Lanka kommen, glaube ich, die besten Fahrer. Also, wenn man hier fahren kann, dann. Ja. Mhm. Indien ist, glaube ich, auch noch wahrscheinlich recht ähnlich, ne? Ja. Ja. Also der Verkehr ist eher so organisch, so. Das fließt halt alles so irgendwie, ne? Also braucht man nicht wirklich Verkehrsregeln. Das läuft alles so. Das Witzige fand ich auch, wo ich mit dem, gelandet bin und dann mit dem Bus in die Stadt. Und dann ist es halt echt erstmal so, der Bus hält oft auch wirklich nicht so. Also wenn irgendwie jemand Altes schon mit dem Krückstock oder so, jemand Älteres am Straßenrand steht, so, dann hält er vielleicht. Ne? Oder er hält halt nicht an. oder er fährt vorbei. Aber normalerweise ist es halt echt so, es ist mehr so, hey, du springst dann auf den Bus auf und wenn du irgendwie Gepäck hast, dann gibst du dem das. Es sind immer 2 Leute im Bus, der eine fährt, ne? Ja. Und der andere schreit dann, hey, weiter. Wo es halt hingeht, genau. Und sagt, hey, rauf. Und ja, genau. Der Koffer reingeschmissen. Weiter durchgehen. Okay, genau. Wir fahren dahin und dahin und dahin. Okay, komm rein hier, ja, und so weiter. Genau. Ist schon ziemlich cool. Du halt, ja. Die Türen sind immer offen im Bus. Ne? Also du springst halt dann rein oder ja, gehst schnell rein so und dann fährt er weiter. Ja. Und alles fährt halt ein bisschen langsamer. Also die Straßen sind hier nicht so, Hupen ist hier halt ein ganz normales Ding. Ne? Ja, wo ich weiß. Ohne Hupe ist wahrscheinlich das Wichtigste. Wobei ich weiß halt nicht, wie die es hinbekommen, weil wenn du von Colombo nach Moragel fährst, brauchst du irgendwie 7-8 Stunden. Aber irgendwie, es sind nur 250 Kilometer und es fühlt sich so an, als ob du die ganze Zeit so 80 fährst, ne? Ja. Immer so um die Kurven rum und keine Ahnung. Ja. Aber ja, trotzdem. Halt. Ja, keine Ahnung. Irgendwie ist auf jeden Fall was anderes. Ja, ja, und was halt ist, in den normalen öffentlichen Bussen ist es halt so, ne? Kommst du mittlerweile immer vorne, einen Fernseher, ne? Und dann in den Ablagen so, Handgepäckdingern so, vorne, hinten eine Box. Und dann wirst du halt Dauerbescheid so Florian Silbereisen-mäßig, halt irgendwie so hier die traditionelle Musik und das halt in einer guten Lautstärke. Also jetzt nicht irgendwie so Hintergrund-Losch-Musik, ja, so, sondern so ein bisschen schon so, ey, Power. Ja. Und wenn du dann halt irgendwie 6 Stunden in so einem Bus oder 7 Stunden nach Colombo fährst, dann ist das schon manchmal nicht so geil. Ja, aber es gibt ja seit kurzem gibt es die klimatisierten Reisebusse, die jetzt fahren, also immer so. 2 Stück halt, ne? Ja. Die halt immer hin und her Colombo pendeln. Colombo nach hier, genau. Genau, die halt immer hin und her pendeln. Und der fährt irgendwie hier um 1 los und der braucht halt nur 5,5 Stunden. Das ist schon ganz angenehm. Und ohne Musik. Wenn man nicht gerade wie ich einmal vergessen hat, den Sitz zu buchen und dann irgendwie aus Höflichkeit Ausländern gegenüber neben dem Busfahrer ganz genau neben dem Fahrer vorne sitzt, so. Und die ganze Nacht halt nicht schlafen kann, weil der halt echt fährt wie so ein sri lankischer Busfahrer halt. Ja, genau, die haben vorne immer noch so einen Motorblock, es sind andere Busmodelle hier und dann, Aber er meinte noch so, ja, ich habe dann auch irgendwie in Afghanistan und in Irak oder ich glaube, gefahren für die US Army so, also von daher war er, glaube ich, schon ein guter Fahrer. Ja, also Verkehr ist hier echt anders und ja, Hupe brauchst du so, also Hupen ist halt wirklich so beim Überholen, sagst du einfach so, naja, ich komme halt gerade so. Tüt, ich komme hier so, ja, jetzt komme ich, tüt, Achtung, nicht aufpassen. Wie bei uns so, bei uns ist eigentlich Hupen immer nur so, hey du Arschloch, genau. Eigentlich, das ist immer nur, ne. Ja, ich habe zu Anfang auch das und da muss man sich dran gewöhnen. Ja, genau, hier denkst du halt dann auch so, was willst du? Ja. Ja, aber nee, hier ist halt Hupen einfach, ja. Genau, und die Fahrzeuge sind hier sehr, also sehr viele alte Fahrzeuge unterwegs. Ja.
Und ganz, also neue Fahrzeuge sind auch, oder überhaupt Fahrzeuge in Sri Lanka sind halt richtig teuer, so im Verhältnis zu Deutschland gesehen. Ja, total viel Steuern hast du gemacht. Ja, die haben halt ganz viel Steuern drauf. Also es ist echt. Also du zahlst wirklich mehr hier für ein Fahrzeug als in Deutschland, ne? Ja, ja. Also es ist echt. Also teilweise, das ist eigentlich krass, dass du, genau. Also hier du zahlst, du hast gemeint für so alten zum Beispiel so einen ganz kleinen LKW, so einen Spielzeug-LKW aus China irgendwie, der irgendwie 6.000 Euro kostet. Ja. Und dann nochmal 10.000 Euro Steuern drauf. So. Okay, krass. Kostet er halt hier irgendwie 16.000 Euro. Ja, also in Deutschland wird es dann halt auch für irgendwie unter 10 bekommen. Ne? Ja, irgendwie sowas. Ja. Ja, das ist also halt schon. Ist halt echt teurer hier die Autos als in Deutschland so wirklich. Ja. Genau, insbesondere Neuwagen sind halt dann richtig teuer nochmal. Luxussteuer. Was hat man als nächstes? Oder haben wir noch? Ja, und die Straßen, also Infrastruktur und sowas. Ja, also das hat sich in den letzten 10 Jahren hier also super krass verändert. Jetzt sind die ganzen Straßen ausgebaut und. Ja, auch zu, die Straße hierher, ne, eigentlich ist Monaral, ja, da ist 12 Kilometer von hier entfernt, so die nächste Stadt. Wo, weiß nicht, das sind vielleicht 10.000, 20.000 Einwohner oder so. Ja, sowas in der Art. Ja. Genau, und als wir das Grundstück hier gefunden haben, da war halt die Straße irgendwie so eine, ja, so eine Sandpiste oder so teilweise löchriger Asphalt halt. Ja. Und es gab hier auch keine Stromleitung und keine Wasserleitung und. Und aber ja es hat sich alles geändert, so, so ja, in den letzten Jahren. So eineinhalbspurig halt ohne Mittelstreifen jetzt, aber hierher dann komplett asphaltiert und genau. Stromausfälle sind ja immer noch trotzdem ab und zu, ne? Okay. Ja, ja. Genau. Ja. Also, genau. Das hatten wir schon angesprochen, dass halt oftmals Stromausfälle sind. Ja, genau. Sowas aber dass die Leute einfach, die improvisieren dann halt einfach, ja. Ne? Ich meine, hier ist es jetzt auch nicht so, hier ist es nicht so, dass jeder irgendwie was hat, wo man unbedingt Strom braucht, du brauchst keine Heizung so und ja, dann ist halt kein Licht, ne? Und drum, man lebt eh noch mehr mit den Zeiten hier und dann, ja, gehst du eh pennen und fertig. Ja, oftmals, also wenn die irgendwelche Reparationen oder wenn irgendwie Stromausfälle sind, weil es gibt irgendwie in Sri Lanka grundsätzlich nicht genügend Energie, die haben nicht genügend, es wird zu viel verbraucht, dann machen sie einfach so, dass der Stromausfall halt dann ist, wenn es die meisten Leute halt nicht stört, so, dann machen sie halt von abends um, was weiß ich, 6 bis 8, gibt es halt wieder Strom. Ja. Wenn die Leute halt so irgendwie zu Hause sind, sich irgendwie klar machen und dann schlafen sie sowieso, also. Ja. Oder nachmittags stört es halt keinen, wenn Stromausfall ist. Meistens jedenfalls. Genau. Ja. Ja, und sonst, ja, Plastik ist halt hier so ein Ding, ne? Also ja, die haben halt noch. Ja, die haben noch keinen. Also es gibt bisher nur alles, also wilde Deponien. Ja. In Colombo gibt es halt auch so einen riesigen Müllberg halt. Und es wird halt nicht getrennt. Normalerweise könnte man, glaube ich, 80% davon ist halt echt nur organischer Abfall. Wenn man das alleine schon trennen würde, dann hätte man schon den Abfall sowas von reduziert. Ja. Es ist in Thailand genauso. Ne? Es wird nicht getrennt. Die machen immer abends kleine Feuer in Thailand. Das ist hier nicht ganz so viel. Doch, machen die auch. Ja. Immer auch? Ja. Also ich habe sie schon öfter gesehen, aber nicht. Ich fand in Thailand war es teilweise noch mehr. Aber ja, es ist hier auch gang und gäbe. Ne? Ja, also in Colombo, wenn du da bist halt. Ich meine, gut, hier auf dem Dorf, da sieht man es halt nicht so, weil es sich halt ein bisschen so größer alles ist hier. Ne? Also mehr Platz dazwischen. Aber in Colombo ist es halt dicht an dicht und jeder verbrennt halt seinen Müll. Ne? Das ist halt schon. Ja, das ist halt wirklich so gut Plastik. Ich weiß nicht, Johannes hier, einer, der neulich hier auch mal da war, genau. Hat auch irgendwie gemeint, in Deutschland war es genauso mit dem Plastik, als der neu aufkam. So. Eigentlich war es hier halt vorher so, ne, alles, was du weggeschmissen hast, verrottet halt. Hier ist halt alles im Kreislauf so. Du hast hier keinen Abfall gehabt. So. Ja. Und jetzt kommt halt auf einmal so Plastik her, es ist total günstig und. Keine Ahnung, wo ich mit dem Zug irgendwie gefahren bin, da war so ein Pärchen in den Bergen und hat ein kleines Baby dabei und die schmeißen ganz selbstverständlich eine Plastikflasche aus dem Fenster, halt wie eine Bananenschale. Das ist auch nicht so, dass man da irgendwie, ist ganz normal, so schmeißt halt aus dem Fenster Plastik so. Ja, ja da ja, ist das, halt ist, das Bewusstsein kann, das noch gar nicht so da dafür. Ja. Genau, das kam viel zu schnell und die Leute, denen ist es noch gar nicht so bewusst irgendwie. Genau, und die fangen, glaube ich, erst so langsam zu realisieren an, so ey, das geht gar nicht so schnell weg, wenn man anschaut. Ja, ich habe jetzt gerade gesehen, also die zum Beispiel eine Bank hier, die hat dann irgendwie auf dem Kalender jetzt drauf, so als Thema, also jeder Monat was anderes, Recycling. Und dann haben die so ein bisschen erklärt, ne, also und einige Supermärkte, die machen dann auch schon so Aktionen, ja, keine Plastiktüten mehr und so. Ja, das ist es halt auch, ich meine so, ja, einfach mal nicht so viel Plastik zu benutzen, du kannst ja von Anfang an, wenn du einkaufst, einen Beutel nehmen, so. Ja. Und das ist hier halt auch krass und in Thailand war es genauso, weil halt das Bewusstsein für Plastik einfach nicht so da ist. Du gehst halt an den Stand, holst dir Gemüse und die packen halt die Passion Fruit in eine Tüte, dann packen sie das in eine Tüte und dann packen sie alles nochmal in eine Tüte. Ja, und im dann, Supermarkt ist es am allerübelsten, ne? Also eigentlich deswegen. Genau, also du kriegst halt 10 Tüten, wenn du
ja, und dann noch mal, kaufst, die dann nochmal doppelt in eine andere rein, so genau, nimmt es auch halt und zu, so. Ja, zu schnell reißen. Unglaublich. Genau, also da, wenn das Bewusstsein halt mal mehr wieder kommt, das wäre halt ganz cool, dann kannst du einfach mit einer Stoffbeutel da hingehen und nimmst deine Früchte mit. So fertig. Ja, ja. Du musst ja gar keine wiederverwenden immer. So. Genau. Ja, also das dauert halt noch ein bisschen, aber es kommt langsam. Also es ist so gerade, beginnt halt gerade. Mhm. Genau. Also vielleicht, wie gesagt, Johannes, der ist ja auch, der hat ja auch ein Projekt und so. Ja. Vielleicht bauen die, also die bauen jetzt die erste Müllverbrennungsanlage in Deutschland, eine deutsche, ja, in Sri Lanka. Ich meine, ist jetzt auch nicht die geilste Lösung, aber auf jeden Fall besser erstmal als zu Beginn halt, ne? Mhm. Dass sie halt erstmal den ganzen alten Müll halt irgendwie sauber verbrennen mit Filterung und so weiter halt. Ja. Ne? Und dann müssen sie halt sehen, dass sie halt mehr trennen. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Vielleicht noch Pflanzenkohle herstellen aus den organischen Abfällen. Terra Preta beziehen. Genau. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, das wäre bestimmt cool, wenn das klappen würde. Das wäre top. Ja. Mein letzter Punkt ist eigentlich nur noch so Werkzeuge. Vielleicht reparieren kann man noch mit ranbringen. Ne? Ja, genau. Also in Sri Lanka ist es halt geil, weil es lohnt sich immer, irgendwelche Sachen zu reparieren, irgendwie zu schweißen, neu schweißen zu lassen oder eine Schaufel jetzt, die abgebrochen ist oder wenn du irgendeine elektronische Sachen hast, die, also es gibt immer Leute hier, die es halt irgendwie reparieren, die halt genau sich auskennen so. Mhm. Und es sind, die Sachen sind ja auch super einfach zu reparieren, weil die werden ja extra so gebaut. Ja. Dann ist da nur so ein kleines Bauteil drin, das dann halt irgendwann mal durch ist. Ja. Und dann muss man das nur austauschen halt und dann bauen die meistens auch noch ein besseres rein und dann hält das Ding noch viel länger so. Also hier ist halt cool, weil die Arbeitskraft in dem Sinne halt nicht so teuer ist dann und es sich halt lohnt, einige Sachen zu reparieren. Ja. Nicht, also, nicht alles mit jetzt. Arbeitskraft, du gerade sagst, ist auch witzig. Es gibt manche Arbeiten, was ist, oder hat Anusha das gemeint, mit Bodenarbeiten, Dacharbeiten, wo dann irgendwie die ganze Nachbarschaft einfach vorbeikommt so, und dann jäten sie so das Feld alles gemeinsam um. So, weil neulich. Ja, genau. Also hier im Dorf haben die halt so ein System, wo die sich einfach gegenseitig helfen. Also nach dem Motto, ich helfe dir einen Tag, dann hilfst du mir einen Tag so. Ja. Das führen die halt irgendwie so. Das gleicht sich dann immer so aus. Wenn man so oder ein Feld anlegt, ein neues Reisfeld, dann ist irgendwie das ganze Dorf da und legen halt einmal das Feld dann an und dann. Ja, und das ist halt noch, also das machen die dann immer so aus Nachbarschaftshilfe. Also ein Dachbau zum Beispiel, also richtfest, ist dann helfen wir immer alle umsonst halt mit. Mhm. Genau, oder das ist halt Fundament vom Haus auch. So, so lebst du halt auch hier dann, wenn du in der Gemeinschaft sozusagen lebst, wirklich in einem Dorf. Was brauchst du dann schon? Die kaufen halt dann wirklich nur ihre Bananen, wie du gesagt hast, ne? Manchmal, wenn sie Geld brauchen, so, dann holen sie sich davon irgendwie Mehl und Zucker. Ja. Das Beste aber, ja. Ja, wobei halt die jüngere Generation jetzt auch, die versuchen dann irgendwie so in die Stadt, da irgendwie andere Jobs halten, also irgendwie die Stadtflucht, oder wie heißt das? Stadtflucht, ne? Genau. Ja, ich glaube schon. Das findet ja auch langsam statt. Auch so, genau. Ist halt überall so, ne? Das Westliche nimmt hier halt schon richtig Einzug. Also du merkst schon immer mehr in Thailand genauso, überall jetzt. Die lernen das halt jetzt kennen und denken halt, ist geil und wir sind langsam auf den Trichter so. Ist gar nicht so geil und kommen hierher zum Urlaub machen und die wollen dann zu uns. Ja. Irgendwie will man immer das, was man nicht haben kann, ne? Hier wollen sie auch, hier schmieren sie sich halt weiß auf die Haut, ne, damit sie nicht so braun sind und klasse Menschen sind hier halt auch in Thailand. Ja. Und bei uns ist halt so, du gehst im Winter ins Bräunungsstudio und möchtest immer braun ausschauen und das ist ja immer so das, was man nicht haben kann. Ne? Ja, ist immer so. Genau. Ja. Ja, das war's eigentlich. Das war's eigentlich, ne? Ja, oder Werkzeuge ist, also wenn du jetzt in den Baumarkt reingehst, ne? Mhm. Dann haben die immer so Kategorien halt. Entweder es gibt halt so drei Kategorien. Genau, so günstig, so einigermaßen okay so und halt richtig teuer halt, ne? Und also das sind jetzt keine offiziellen Kategorien, ne? Und auch nicht mit den, aber ja. Willst du das Billige haben oder willst du das Gute haben, so, ne? Ja. Ja, okay, das Gute, okay, das kommt dann halt aus Japan oder aus Deutschland oder aus USA oder so, ne? Oder so ein Mittelding ist halt Indien und das Schlechte ist halt irgendwie entweder China oder halt Sri Lanka. Ja, genau. Also irgendwie haben die so, die haben Respekt halt, vor den eigenen, die sind irgendwie nicht stolz auf ihre eigenen Produkte. Oder ich glaube, wenn die hier Produkte herstellen, dann müssen die irgendwie, um hier Geld machen zu können, müssen die halt günstig anbieten, weil die meisten Leute hier nicht viel Geld haben. Ja. Ich weiß auch nicht, also auf jeden Fall sind sri lankische Produkte irgendwie dann nicht so, also qualitativ halt nicht so gut. Ja. Sind auch qualitativ nicht so gut, oder? Sind nicht so gut. Und aus China die Sachen, also es kommen, meiner Meinung nach kommen, glaube ich, es gibt da nochmal verschiedene Qualitäten. Ja. Und aus China kommt dann hier kommt quasi die schlechteste Qualität her. So. Also einige Sachen, das ist halt echt. Ja. Brauchst du halt echt nicht kaufen. Und die Leute, die es halt leisten können, die holen sich dann lieber gleich echt so
was das Richtige Irgendwelche ist. Originalsachen aus Japan oder Deutschland oder keine Ahnung. Ja. Genau. Und Autos ist halt, Toyota ist halt hier das Allerbeste, so, ne? Ja. Gibt es hier Mercedes oder so? Ja, Mercedes gibt es hier auch, aber das ist halt der Hammer, weil wenn die das importieren, dann zahlen die, glaube ich, das Doppelte, was es in Deutschland kostet oder so. Und Lamborghini. Ja, ja. Ja, also es ist schon... Aber manchmal sieht man sogar Elektroautos, ne? Hab ich gesehen. Ja, ich habe auch schon mal einen Tesla hier gesehen, Tesla Elektroauto. Das ist sogar öfter eigentlich, als wenn ich in Deutschland unterwegs war, muss ich sagen. So. Ja, ich glaube, es liegt in Deutschland ist es, glaube ich, so, weil es da halt ganz viel Autoindustrie gibt. Ja. Ich glaube, die haben nicht so viel Interesse dran. Ich glaube, wenn du in die skandinavischen Länder gehst, da wird es auch gefördert. So. Da kriegst du auch noch irgendwie Geld vom Staat, wenn du dir ein Elektroauto holst und frei parken und so. Mhm. Aber hier sind die halt noch nicht so weit, also irgendwie haben die jetzt auch wieder die Steuern erhöht auf Elektroautos auch. Okay. Keine Ahnung, also das ist irgendwie ein bisschen... Ja, ich finde halt Städte zum Beispiel wären so viel angenehmer, wenn du einfach mal nicht die ganzen Abgase hast und den Lärm so. Das ist eigentlich alles, was so eine Stadt so sehr unangenehm macht, aber wenn so mal Lärm und die Abgase wegfallen so, Stationen mit Elektroautos wären dann schon geil. Ja. Ich meine, gut, also ich glaube, es gibt schlimmere Städte, aber in Colombo, da merkt man es manchmal halt so ganz früh morgens, ne, so richtig klare Luft dann so. Ja. Und dann auf einmal geht es halt dann richtig so am Nachmittag. Oh. Ey, Bangkok auch, ey, ich bin da froh, ey, ein, zwei Tage, ich kann da nicht länger sein. Also mein Körper reagiert da echt voll sensibel, ne? Und ich merke sofort, weil der Körper halt, wenn er halt wirklich gesund ist, du scheidest sofort die Abgase und so aus, wenn der Körper die Energie dazu hat. Die auszuscheiden, dann scheidest du die sofort aus. Und es ist wirklich so, wenn ich in Städte gehe und da ein paar Tage bleibe, dann merke ich immer genau, zum Beispiel Kuala Lumpur war ich 20 Tage so, weil ich da halt einfach hinfliegen musste und Und ich habe dann jeden Tag so ein paar, so vier, fünf Nasen von grün-gelbem Schleim. Ja, okay. Und genauso Leipzig ist es nicht ganz so viel. Aber halt auch. Und ich merke dann wirklich die Menge so und Bangkok ist halt, ey, die ganzen Klamotten, wenn du da einen Tag bist, die Klamotten kannst du erstmal waschen so, weil die Stadt ist halt, das sind halt irgendwie teilweise 10 Spuren, ne, 2x5 und dann sind die Autos halt nicht wie in Deutschland, sondern 5x so dicht. Ja. Und dann hast du halt noch Tuk-Tuks und die haben noch andere Abgase, wo sie raushauen und ältere Modelle und dann, ja, das ist halt dann wirklich heftig. Also Bangkok, da brauchst du dich erstmal, ja... Wenn du da normal ein paar Tage lebst, ich weiß, auf Dauerleben, das für mich wäre es nichts so. Ich merke es halt wirklich direkt immer in den Städten, wie viel dann da einfach in der Luft ist an Abgasen, einfach weil es in meiner Nase hängt. Und ja, es ist halt wirklich gelb-grüner Schleim und so. Und je nach Stadt mehr. Und, ja, und Colombo ist ja auch eine heftige Nase. Ja, ey, ich kriege also immer Kopfschmerzen, ey. Ich muss da öfter mal hin so und dann. Ja. Also eigentlich jede Woche. Das ist halt schon übel. Ja, das ist schon krass. Ja. Aber ich habe mir das halt irgendwie so eingerichtet. Im Nachtbus kurz pennen, dann halt zwei Tage da und dann wieder im Nachtbus zurück pennen. Aber es ist halt schon, wenn es jede Woche ist, das geht halt schon auf die Nerven. So. Ja, sonst gibt es keine reifen Früchte. So, weil, genau, man muss ich opfer mich halt für die Fruchtlawine. Leute schaffen es nicht, reife Früchte leider auszusuchen. Ja, genau. Ja gut, ey. Ich bin ein bisschen müde. Ich war gestern echt noch zu lange. Ich auch. Ja. Naja, aber das war es auch so. Ist, glaube ich, ein ganz schöner Überblick. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, postet die mal unter das Video. Ja, genau. Also falls es viele Fragen sind oder so, machen wir vielleicht nochmal ein Video. Ansonsten beantworten wir es einfach in den Kommentaren. Genau, ja. Genau. Ja. Ja, ansonsten lasst das, ne? Und dann. Ja, cool. Ja, schöne Grüße aus Sri Lanka. Dann danke fürs Zuschauen und bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.